Schon seit Jahrzehnten und ist Vollprofi in dem, was sie tut, Cindy Crawford. Sie scheint kaum gealtert zu sein und auch ihr legendärer Schönheitsfleck ziert ihr Gesicht wie eh und je. Doch was zu ihrem Markenzeichen wurde, mochte Cindy nicht immer. Als Kind hasste ich meinen Schönheitsfleck und meine Schwestern hänselten mich deswegen. Aber nachdem ich das erste Mal auf dem Cover der Vogue war, war es dann okay für mich. Denn wenn die Vogue etwas in Ordnung findet, dann wird es akzeptiert. Und das ist auch gut so, denn genau dieses Gesicht verhalf ihr zu einer extrem erfolgreichen Karriere. Neben dieser hat Cindy aber auch Familie. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Wie kriegt sie das alles unter einen Hut? Ich organisiere mein Leben, indem ich immer einen festen Plan aufstelle und mich dann auch penibel genau an diesen halte. Bei dieser Frau läuft also alles nach Plan, beruflich und privat. Und auch wenn andere Models mit 45 ihre Karriere an den Nagel hängen, Cindy Crawford gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Und von der Trauminsel direkt an den Süden.